Bettina Paterno ist, ich sagte das eingangs schon, in gewisser Weise eine radikale Künstlerin. Vielleicht ist das in unserer Generation auch ein Spezifikum, um nicht zu sagen eine Notwendigkeit weiblicher Kunst. Sie öffnet Tabuzonen und arbeitet enorm selbstbezogen, so wie wir es von ganz Prominenten wie Marina Abramović oder Birgit Jürgens kennen, und sie arbeitet eben genauso konsequent. Es ist schöne Malerei, die sich nicht mit ihrer Schönheit zufrieden gibt. Auf keinen Fall. Hier ist Kunst, das sei vielleicht einmal postuliert, die teilnimmt am Leben. Gerade auch an seinen Spannungen und Verwerfungen. Bettina Paterno gehört zu den kompromisslosen und künstlerisch sehr konsequenten Malerinnen. Teilnahme am Leben heißt natürlich auch Debatte, auch zur Schaustellung von Ängsten. Und damit öffnet sich sozusagen der zweite, eigentlich der jüngste und Mikrokosmos ihrer Arbeiten oder ihrer Motive, dieser verhängnisvolle Mikrokosmos, die Welt der Bakterien und Viren, die natürlich sehr wohl die unsere ist, auch wenn wir so tun, als ließe sie sich außen vor halten. Damit setzt Bettina Paterno die Ängste, die Panik, die Unsicherheit hier genauso wie beim Kopftuch nicht dokumentarisch um, sondern inszeniert. Das ist ja ihr Anspruch als Künstlerin. Die Virenwelt hat zugleich skulpturalen Anschein. Sie hat eine Farbmagie für uns, sodass das Bedrohliche, denn wir wollen sowieso nicht wissen, was sich hier abspielt zwischen AIDS und Ebola, was wir in uns tragen oder nicht, dass das alles eine ästhetische Qualität erhält. Und wer jetzt hergeht und der Malerin unterstellt, dass sie den Tamiflu-Hype und den ministeriellen Ankauf von Atemmasken, um die Bevölkerung von der Vogelgrippe zu schützen, vor Augen hatte, der könnte recht haben. Als hervorragende Porträtistin setzt sie natürlich ihre ganze Perfektion ein, wenn sie in faszinierender Weise die Spiegelung des Wassers, nehmen wir diese Bilder hierher, darstellt. Aber die Bilder gehen ja weit über diese Illusion hinaus. Nehmen Sie draußen das Schwein aus La Bella Vita in der Eingangshalle. Das Schwein ist, wir wissen es ja, ähnlich intelligent wie der Rabe. In diesem Fall, in dieser Darstellung, könnte man auch sagen, ein Glückssymbol im besten Sinn. Und doch, wenn wir den Raben auch immer wieder mit Unglück und das Schwein mit Dreck assoziieren, das Schwein im türkisfarbenen Pool, wie immer die Farbe des Pools zustande kommt, setzt da noch eins drauf.